Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Siberia. Wir sind eben, haben das Lager verlassen und jetzt. Wir suchen diesen Sauer, ne? Ach, guck mal hier. Der Herbst ist da. Wir Ja. sollten den Berg bald verlassen, sonst überleben wir das nicht. Wie schön das hier aussieht, ey. Wie schön das einfach gemacht ist. Was ist da? Oh. Der Herbst ist da. Oh, ach so. Okay, Wir ja. sollten den Berg bald verlassen, sonst überleben wir das nicht. Gut, die Frage ist nur, wo kommen wir denn jetzt lang? Können wir da irgendwie draufklettern oder so? Ja, hier hinten geht es Ist lang. jemand da? Hallo. Ja. Offenbar hat da jemand seine Sachen liegen lassen. Das sehe ich mir an. Untersuchen? Okay. Hier. Mitten in der Wildnis eine Lesepause einlegen. Das wäre typisch Sauer. Da muss ja jemand recht eilig verschwunden sein, wenn er das zurückgelassen hat. Hat er etwa einen Fund gemacht? Hier muss einer von uns gewesen sein. Für eine Rast vielleicht? Einer der Wissenschaftler muss hier Rast gemacht haben. Wahrscheinlich Sauer. Aber weshalb ist er so eilig aufgebrochen, dass er all seine Sachen zurückgelassen hat? Ich sehe mich besser mal genauer um. Allerdings. Was war jetzt hier? Noch einmal umsehen, bevor Sie aufbrechen. Aufbrechen? Wohin? Hier, guck mal da. Nee, geht nicht darüber. Ne? Hier, was ist Was das in denn? aller Welt ist das? Hä? Wahrscheinlich hat Sauer wegen dieses Zeichens hier halt gemacht. Ich gehe besser los und suche ihn, um zu klären, was los ist. Allerdings. Okay, oh meine Güte. Okay. Was in Gottes Namen ist das? Da ist er ja. Na? Sauer? Was in aller Welt? Psst. Schauen Sie da. Ist das ein... Ja, ein Gon. Es... Der Gon. Ich hörte seinen Schrei, als ich mich am Wegrand ausruhte. Schnell, wir müssen die anderen holen. Gehen Sie, er scheint verletzt. Ich bleibe hier und versuche ihn zu erreichen, sonst kriegt ihn die Strömung. Gut, Leon. Aber verlieren Sie ihn nicht. In Ordnung, Kleiner. Nicht bewegen. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Okay. Den Gurum erreichen. Okay. Wie stellst du das vor? Hier ist, was ist das? Ein Baum. Ach so. Ah, okay. Ja, es geht straight forward, ne? Hier, Machete. Kick dann im Event. Bums. Na, Quatsch. Ui. Klicken, 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 Clickbait. Yeah. Nochmal, komm. Oh, jetzt gedrückt halten. Gut. Nochmal gedrückt halten. Cool. Und. Na. Wie lange kann es dauern, einen Baum zu fällen? Oh, okay. Klicken, 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 klicken. Ja, sehr gerne. Hat er nicht eben von der anderen Seite geschlagen? Ich frag mal so. Okay. Nun kommen wir schon mal zu ihm. Langsam, Leon. Jetzt ist keine Zeit für ein Bad. Okay. Es geht ohnehin. Okay. Das ist nicht von mir verursacht. Es geht nur geradeaus. So. Und da haben wir ihn. Hey. Hey, alles in Ordnung? Nein,
Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Ich will mir nur deine Wunde ansehen. Der ist ja voll putzig. Wie kann ich ihm zeigen, dass ich nichts Böses will? Weiß ich nicht. Oh, warte mal, Kekse. Ja. Trinkflasche mit Wasser. Okay, entweder Kekse oder Trinkflasche mit Wasser. Nee, ich glaube, die Kekse sind das Richtige, ne? Der steht bestimmt auf Kekse. Bitte sehr. Ist auch mal einen, um zu zeigen, dass die okay sind. Braver Junge, ist schon gut. Zum Bewegen links klicken. Ich möchte. Ich bin nicht sicher, was ich möchte. Was möchte ich denn? Was möchtest du denn? Was machst du? Links klicken und Cursor zum Bewegen. Ja, aber wohin? Okay. Oh, achso, wieder zurückgehen. Ja, natürlich. Bisschen Sicherheitsabstand schaffen. Keine Angst. Alles wird gut, Kleiner. Guck mal, der hat sich übel das Knie aufgeschürft. Braver Junge. Schön aufessen. Ist auch ein Keks. Um zu zeigen, dass es okay ist. Der hat schöne Augen. Oder sie. Okay. Nee, alles gut. Hoffentlich verträgt er das auch. Das ist lecker, was? Bein gebrochen. Ich sehe es mir nur an, ja? Schau, Kleiner. Wenn ich die Wunde sehen darf, kriegst du später noch einen Keks, ja? Wirklich gebrochen. Das muss wehtun. Du bist so tapfer. Wenn ich die Wunde säubern und dein Bein schienen könnte, könnten wir dich ins Lager bringen und versorgen. Warte. Ich bin gleich zurück. Hab etwas Geduld, mein kleiner Freund. Ich bin gleich wieder da. Okay. Gut. Das Bein ist gerungschien. Ja, unbedingt. So, haben wir hier irgendwas? Ach, guck mal, da oben. Dieses Zeichen. Der Form nach muss es vom Gorun angefertigt worden sein. Vermutlich vor seiner Verletzung. Was es wohl bedeutet? Keine Ahnung, vielleicht ist das einfach nur so eine Geschichte von wegen Iros hier. Guck mal, da ist noch was. Moment. Hier. Nehmen. Ja, vielleicht können wir das verwenden zum... ist noch ein bisschen knopfig. Sie sind gerade genug, um den Gorun ins Lager zu schaffen. Okay. Ja, gut. Sie sind gerade genug, um den Gorun ins Lager zu schaffen. Sie sind gerade genug, um den Gorun ins Lager zu schaffen. Ja. Aber ich brauche ja was zum Schienen, ne? Da nehmen und suchen. Wo ist das? Warte. Doch, da hinten ist okay. Hier, was haben wir denn hier? Oh. Okay, ich drück's weg. Cool. Den hier auch? Nee, sonst noch was? Das da? Ah, okay, die Handstücke. Ja, damit sollte ich die Schiene für den Gorun festbinden können. Ja. Alles klar. Gut, zurück. Aber hilft das jetzt auch schon? Hilft das schon? Oder müssen wir da zurückgehen? Interagieren. Wir brauchen Wasser, um die Wunde zu säubern, ne? Das tut jetzt ein bisschen weh.
Okay. So, war doch nicht so schlimm, oder? Der schlimme Teil kommt jetzt erst. Jetzt müssen wir einen Weg finden, dich darüber zu bringen. Was hat er denn da? Oh, er schreibt. Hey. Hast du das gemalt, Kleiner? Wow. No. Lieber malen als reden, was? Ja, das ist doch voll gut. Wenn er eine Möglichkeit zur Kommunikation hat, ist doch voll gut. Ich hoffe nur, dass die anderen ihn auch so sorgsam behandeln und nicht, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, auseinandergenommen wird oder sonst irgendwas. Ja, hoffentlich geht das gut. Immerhin kann er laufen. Ist das mit einem gebrochenen Bein nicht ganz so einfach? Jetzt müssen wir nur auf die anderen warten. Ich finde es voll gut gerade zwischen den beiden. Ach, wie süß. Welch ahne Böses, was die anderen möglicherweise draus machen. Die Wissenschaftler hoffentlich nicht unbedingt, aber ja, es sind ja nicht alle Wissenschaftler. Ah, du willst noch einen Keks? Du lernst schnell. Es war ein junges Exemplar, liebste Dana. Fast wie ein Kind. Und sobald sich unsere Blicke trafen, wusste ich, dass diese Kreatur vernunftbegabt ist. Warum auch nicht? Als meine Reisegefährten zu mir stießen, merkte ich sofort, dass sie meine Auffassung nicht teilten. Die Entdeckung blendete sie. Sie sahen kein Individuum in ihm. Es war klar, dass der junge Gorun in ihren Augen keine Person war. Nur ein Studienobjekt. In ihrer Aufregung verloren sie jeden gesunden Menschenverstand. Was ist mit ihm? Obst! Friss das Obst! Sie haben ihn eingesperrt. Was erwarten Sie? Er hat Angst. Ruhe jetzt, sonst lasse ich es knebeln. Und da kommt Mama. Was? Ja.
Quelle der Schreie ausfindig machen. Tja, da ist er doch. Sie, er, sie. Des Gorun sein. Wenn wir ihn freilassen, geht sie bestimmt weg. Dann verlieren wir ein erwachsenes Exemplar. Sind Sie verrückt? Komm her, Mutti. Nein. Schauen Sie, wie groß sie ist, Bernie. Wenn Sie sie verletzen, kriegen wir sie nie lebend. Wer sagt was von Leben? Es können ja nicht nur lebende Exemplare mitbringen. Nein, 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 nein. Nein! Tut mir leid, Berger. Ich konnte nicht zulassen, dass sie... Reinhard, alles in Ordnung? Oh-oh. Er hat Berger getötet. Bauer, warten Sie. Sie haben doch gesehen, es war ein Unfall. Er wollte den Gorun töten. Also habe ich... Ich wollte nicht... Schweigen Sie, Mörder! Darum kann er nicht zurück. Was können wir tun? Die drei Jungs sind da ja noch. Zu fliehen versuchen. Kamera bewegen. Okay, was können wir tun? Gibt es irgendwas Nützliches hier? Oh nein, sie haben ihn. Also es tut mir natürlich leid für den Berger, aber. Oh, Himmel. Schwierig. Berger. Tut mir leid. Ich wollte nicht. Warte mal, was ist da noch? Ich weiß, welche Gefahren mich in den Bergen erwarten, wenn ich fliehe. Aber was auch passiert, es kann nicht schlimmer sein als das, was Bauer und die anderen mit mir vorhaben. Also habe ich keine Wahl. Naja. Also, erstmal weißt du noch nicht, was die anderen mit dir vorhaben. Nee, wir müssen weg, ne? Okay, so. Zu fliehen versuchen. Ach, das geht. Okay, wie geht das? Oh. Wo kommt er da ran? Ich bringe ihm eine Suppe. Wir können ihn nicht verhungern lassen. Das Schwein verdient kein Essen. Typisch Horst. Immer der gute Samariter. Oh oh. Haben Sie keine Angst, dass ich fliehe? Sie haben vor, sie den Behörden in Kantar zu übergeben. Wegen Mordes an Reinhard Berger. Nicht überraschend. Ich fand einen Brief von Bauer. Er machte mich zum Sündenbock. Für alles, was schiefgelaufen ist. Bauer plant das schon eine ganze Weile.
So weit wird es nicht kommen. Ich kann ihre Tat nicht gutheißen. Aber sie verdienen nicht, was Bauer und Jäger mit ihnen vorhaben. Geben Sie vor, gefesselt zu sein. Warten Sie, bis die anderen schlafen. Dann holen Sie Ihre Sachen und laufen so weit weg wie nur möglich. Verstanden? Okay. Ja, aber... Deswegen konnte er nicht zurück. Und das ist die ganze Geschichte, liebste Dana. Ich weiß nicht, was aus mir werden wird. Wo meine Flucht mich in den kommenden Wochen hinführt. Oder wie mein Leben als gesuchter Mörder sein wird. Und da sind wir wieder in Roses Haus. Nee, Winter 1937. Wir sind bei ihr. Oh, sie hat den Brief erhalten. Gut. Aber denk immer dran, dass meine Liebe zu dir stärker ist als je zuvor. Und dass es mein größter Wunsch ist, dich in meinen Armen zu halten. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Leon, dein Kletterkünstler. Dana? Oh Himmel! Dana! Was ist los, Mäuschen? Lena, komm! Schnell! Brücke der Nebel im Winter 1937. Liebes Tagebuch, so viel ist passiert, seit ich vor ein paar Tagen Leons Brief erhielt. Langsam geht es mir etwas besser. Heute haben mir Papa und Mama gesagt, dass ich eine Weile fort muss. Ich will erklären, was los ist. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss meine Gedanken ordnen und meinen Koffer fertig packen. Wo bist du? Oh, sie ist schwanger! Sie ist schwanger! Ja, ja, ja. Oh, das ist in dieser Situation, aber okay. Aber sie ist schwanger. Was haben wir denn hier? Ich kann nicht glauben, dass Leon auf der Flucht ist. Ganz allein in diesen Bergen, mitten im Winter. Ja, lesen. Das ist das Letzte. Das ist das, was wir gerade gesehen haben, ne? Wahrscheinlich werden sie dir alle möglichen Dinge über mich erzählen. Unschöne Dinge, nehme ich an. Trotzdem möchte ich, dass du meine Version der Ereignisse kennst. Ja, okay. Das, ja, genau, das haben wir gerade. Halt, warte mal, da ging es noch zur Seite weiter. Was gibt's denn hier noch? Oh, ach so. Das ist die ganze Geschichte. Okay, die haben wir gerade gesehen. Die nochmal lesen, ne? Ich muss meinen Koffer fertig packen, bevor wir uns verabschieden, liebes Tagebuch. Natürlich. Dieser Wissenschaftler auf der Hütte, Horst Sauer, er hat mir nach seiner Rückkehr aus Baltaja den Brief gebracht. Das war sehr nett von ihm. Er hat dafür eine Menge riskiert, nehme ich an. Nun, was haben wir hier? Okay. Was? Aartika? Was? Die Medizin gegen meinen Husten. Mama zwingt mich, sie wieder zu nehmen, seit ich beim Lesen von Leons Brief zusammengebrochen bin. Ich sollte sie einpacken. Okay. Ja, ist gut. Okay. Gut, haben wir. Was haben wir da? Ich wollte alle meine alten Spielzeuge und Puppen weggeben. Aber jetzt werde ich sie in ein paar Jahren wohl brauchen. Schön, sie ist schwanger, wie schön. So, da ist der Koffer, da müssen wir hin, ne? So, hier haben wir noch mehr Koffer, okay. Den können wir aber nur untersuchen. So, was Junta hat mich wohl inspiriert. Wenn ich darüber nachdenke, hatte Junta mehr Einfluss auf mich, als ich dachte. Jetzt schreibe ich meine Erinnerungen, wie sie mir... Was?
Jetzt schreibe ich mir Erinnerungen, wie sie mir geraten hat. Was? Jetzt schreibe ich mir Erinnerungen, wie sie mir geraten hat? Okay. Na gut, ja, okay. Drehen können wir es nicht. Okay, gut. So, was haben wir da? Ansehen? Ich bin fast fertig. Nur noch meine Medizin und die Broschüre, die Herr Zimmer Papa und Mama gegeben hat. Oh, und ein kleines Andenken an sie wäre nett. Okay, dann machen wir das erstmal noch nicht. Ich kann hier zwar schon ran, aber ich würde gerne noch den Rest... Ich räume dich hier rein, sobald ich fertig bin, liebes Tagebuch. Hier bist du sicherer, als wenn ich dich mitnehme und eventuell verliere. Mhm. Wohl wahr, wohl wahr. Was haben wir hier? Armer Papa, arme Mama. Sie waren am Boden zerstört, als der Arzt, den sie nach meinem Zusammenbruch holten, mein Geheimnis entdeckte. Ja. Das Geheimnis, über das ich mit niemandem zu sprechen wagte. Nicht einmal mit dir, liebes Tagebuch. Jetzt kann ich es dir sagen. Ich bin schwanger, liebes Tagebuch. Leon ist der Vater. Es gab viele Tränen und Geschrei, als der Arzt es Papa und Mama sagte. Aber sie haben beschlossen, mein Kind als das Pflegekind einer vermissten Verwandten auszugeben. Was? Alle erwarten, dass ich mich schuldig fühle. Aber ich kann nicht anders. Ich denke schon über Namen nach. Wenn es ein Junge ist, heißt er natürlich Leon, um seinem Vater Glück zu bringen. Falls es ein Mädchen werden sollte, dann werde ich sie Anna nennen. Anna? Wie ist nochmal Kates Mutter? Mama sagt, Leon ist nur ein skrupelloser Abenteurer, der ein unschuldiges Mädchen ausgenutzt hat. Aber ich weiß, dass das nicht wahr ist. Papa ist um 10 Jahre gealtert, seit er von meiner Schwangerschaft weiß. Aber was ihn am meisten belastet hat, war offenbar Herrn Zimmer um Hilfe zu bitten. Okay, also damals war das noch eine große Sache, ne? Heutzutage kein Thema. Naja, fast kein Thema. Glatteis. Aber damals war das doch eine echt große Sache. Okay, was haben wir? Hier vorne war doch auch noch irgendwas, ne? Da, die Blumen. Die leicht verwelkten Blumen. Ein besticktes Taschentuch. DR. Komm schon, Dana. Genug der Tränen. Ja. Du musst aufhören zu weinen. Ja. Okay, und was haben wir dort? Wie gesagt, liebes Tagebuch, ich reise morgen ab. Papa und Mama schicken mich für ein paar Monate in ein Sanatorium außerhalb der Stadt. Hm? Sie sagen, es sei wegen meiner Gesundheit. In anderen Worten, sie schicken mich und mein Geheimnis weg von neugierigen Augen. Mhm. Meine Eltern haben das Angebot, für meinen Sanatoriumsaufenthalt zu zahlen, von ihren alten Freunden, den Zimmers, angenommen. Die Zimmers sagen, das tun sie im Namen ihrer langen Freundschaft mit Papa und Mama. Aber ich glaube, es tut ihnen leid, dass sie es sich leisten können, aus Wagen vor den braunen Schatten zu fliehen, während Mama und Papa das nicht können. Schlag ich doch nicht die Tür vor der Nase zu. Benno. Ja. Nun gut. Broschüre. Der ideale Erholungsort für Sommer und Winter in malerischer, bezaubernder Lage mit Blick auf die Dombre. Tja, hoffen wir mal, dass das stimmt. Ist das das... Nee, das ist nicht dieser Kurort, den wir besucht haben, oder? Ich bin nicht sicher. Ein bisschen sieht es danach aus, aber... Nee, hier mit dem Bootshaar? Nee, ich bin nicht sicher. Nee, okay, gut. Können wir das eigentlich mitnehmen? Nee, können wir nicht mitnehmen. Okay, gut. Dann gehen wir mal zurück und packen mal den Koffer. Ich packe meinen Koffer. So, nun denn. Nutzen.
Also, hier soll die Broschüre meinetwegen rein. Okay, habe ich. Den Koffer fertig packen. Jawohl, die Broschüre. So. Die Medizin natürlich. Und das Foto der Eltern kommt dort hinein. Und benutzen das Foto der Eltern. So, aber was ist passiert, da wir diesen Koffer hier gefunden haben? Gut, das sollte alles sein. Den Koffer zumachen. Da wir den Koffer hier gefunden haben, ist es wohl nie zu einer Abreise gekommen. Oh je, was steht uns hier jetzt wieder bevor? Jetzt muss ich noch den Tagebucheintrag fertig schreiben und es zusammen mit Leons Brief irgendwo verstecken. Hm. Nee, halt, den Koffer haben wir gefunden, ne? Den anderen haben wir, glaube ich, nicht gefunden. Warte mal, war das nicht hier vorne? Ja. Nee, da. So, Tagebuch. Nicht von meinem Tagebuch verabschieden. Jetzt weißt du alles, liebes Tagebuch. Ich denke, jetzt ist es wohl Zeit, sich für eine Weile zu verabschieden. Warum nimmt sie das nicht mit? Ja, und viele Jahre später sollen wir das hier finden. Ich kann nur hoffen, dass Leon den Winter in diesen entlegenen Bergen überlebt. Und dass er einen Weg findet, heimzukommen und seinen Namen reinzuwaschen. Bis dahin warten wir. Ich und das Baby. Das ist schon echt cool gemacht hier mit den Übergängen, ne? Also richtig gut. Brücke der Nebel im Herbst 2005. Ja. Ich und das Baby. Glauben Sie immer noch, dass zwischen Ihnen eine Verwandtschaft besteht, Kate Walker? Es lässt sich nicht ausschließen. Ich habe wirklich, es scheint plausibel, oder nicht? Ja, ich tendiere eher hierzu. Alles, was ich weiß, ist, dass meine Familie mütterlicherseits aus Europa kam. Wie viele New Yorker. Ich weiß nicht, woher genau, aber... Und dann ist da die Spieluhr, die mir meine Mutter hinterließ, die die Hymne von Wagen spielt. Es wirkt alles wie... wie Magie. Als wäre es Schicksal. Oder ein Zufall, Kate Walker. Das Gesetz des Zufalls besagt, dass einem Individuum umso mehr Zufälle zustoßen, je mehr dieses an Zufälle zu glauben geneigt ist. Aber dann gibt es da doch noch die Tatsache, Oscar, dass alle mir sagen, wie sehr ich Dana ähnlich sehe. Was haben Sie als nächstes vor, Kate Walker? Im Tagebuch stand, Dana wollte in ein Sanatorium außerhalb der Stadt. Dort steht vielleicht in den Akten, was aus ihr und dem Baby wurde. Bevor wir fahren... Gibt es aber noch etwas anderes? Was denn, Kate Walker? Das Pogrom, von dem Frau Hiegel erzählte, bei dem das Haus und das komplette Viertel zerstört wurden, fand 1938 statt, wenn ich mich recht erinnere. Dana schrieb, dass sie Ende 37 ins Sanatorium gehen und einige Monate dort bleiben würde. In der Tat, Kate Walker. Also ist es von hoher Wahrscheinlichkeit, dass sie während des Pogroms wohl in Sicherheit war. Ja, aber was, wenn sie zu Hause war, mit ihrem Baby? Bevor wir zum Sanatorium gehen, muss ich es wissen. Wir müssen die Gegend nach mehr Informationen absuchen. Gut, Kate Walker.
Wo Sie hingehen, folge ich. Solange Sie Ihre Tasche nicht vergessen. Glauben Sie mir, Oscar. Sie sind der einzige Freund, den ich habe. Ich verliere Sie nicht. No. Ja, wir werden wieder runter zum Kai gehen müssen, ne? Etwas über die Pogoma-Erfahrung bringen. Ja, ja. Wir werden runter zum Kai gehen müssen. Dort hatten wir ja an dieser Säule, meine ich, war's, bereits ihren Namen entdeckt. Das Zimmer wurde wohl während des Pogroms der braunen Schatten verwüstet und geplündert. Ich hoffe, Dana war an diesem Tag nicht da. Aber dann ist es irgendwie unwahrscheinlich, dass die hier ihr Zeug haben liegen lassen, ne? Weiß ich nicht, bin ich nicht so von überzeugt. So, haben wir hier irgendwas? Nee, das sieht nicht so aus. Gibt es denn hier noch etwas zu entdecken? Nein. Und wenn ich da rausgehe, dann werde ich nur vor der Ziegelwand stehen, nicht wahr? Tue ich nicht? Doch, tue ich. Oh, wir kriegen dich. Drohungen. Voller Fehler, unterzeichnet von Frank Höss. Der Mann der braunen Schatten, der Leon auf der Hütte angegriffen hat. Er hat ihn nie verziehen und verfolgte Dana während des Pogroms. In der Tat, Kate Walker. Aber die Existenz dieser Botschaft könnte bedeuten, dass sie während dieser tragischen Ereignisse nicht hier war. Allerdings. Das ist wohl ein guter Hinweis. Aber ich brauche mehr. Haben wir hier vorne noch etwas? Laut diesem Brief sollte Dana also bis Dezember 1938 im Sanatorium bleiben. Offenbar gab es gesundheitliche Komplikationen. Lesen. Schwester Magdalena im Sanatorium Baden-Ostertal. Sehr geehrter Herr Rose, ich möchte mich aus tiefstem Herzen bei Ihnen für die neue Spende bedanken, die Herr Zimmer in Ihrem Namen an unser Institut getätigt hat. Daher freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Dana wie gewünscht bis Dezember 1938 bei uns bleiben kann. Das ist im Hinblick auf die fortwährende Verschlechterung Ihres Gesundheitszustandes auch das Vernünftigste. Bitte seien Sie versichert, dass wir uns weiterhin gut um Sie kümmern. Mit freundlichen Grüßen, Stiftsvorsteherin Sanatorium Baden. Okay. Wir sind nah dran. Aber nicht nah genug, um Schlüsse zu ziehen. Was haben wir da unten? DR. Danas Initialen. Ja, ihr Taschentuch. Das haben wir in der Rückblende gesehen. Schon ein bisschen abgegriffen und vergilbt, aber nun. So, kommen wir hier noch weiter? Nee, hier ist die Wand. Ich nehme an, wir werden tatsächlich nochmal nach unten gehen müssen. Hat sie das jetzt eigentlich eingepackt? Sie hat es eingepackt. Okay, zurück. Gut, dann lass uns mal nach unten gehen. Okay, und raus hier. Okay, ich denke, wir gehen auf demselben Weg zurück, wie wir hier hineingekommen sind, nicht wahr? Okay, nichts weiter. Gut, verlassen. Ah, das machst du schon alleine. Gut. Sehr fein. Okay. So, und jetzt müssten wir doch... Nein, jetzt müssen wir gar nichts. Ich schaue schon wieder auf die Uhr. Alter, ich krieg's nie hin, 30 Minuten Folgen zu basteln. Oh, meine Güte. Entschuldigung. Ach du liebe Zeit, ich hoffe, das ist okay für euch. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr auch diesmal wieder dabei wart. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Tschüss.